Hallo, ja, wir sind hier bei Angelkids. Normalerweise habe ich ein paar Freunde, die mir beim Fischen helfen. Ja, aber heute bin ich hier alleine mit mir. Ich zeige euch jetzt mal, mit was wir hier fischen bei uns. Ja. Das ist mein Koffer. Wir nehmen eine Anordnung. Das sind Haken. Fange. Haken, Schwimmer. Da ist mein Messer. Das ist ein Kriegsmesser von meinem Großvater. Ja, und ja, Schwimmer. Wir fischen, ich habe ja einen eigenen Teich. Und das sind Karpfen, Amure und vielleicht sogar ein paar Hechte. Das wissen wir nicht genau. Drin. Und wir fischen eigentlich nur mit Schonhaken, also keine Widerhaken. Denn das tut dem Fisch sehr weh und wir bekommen sie sehr schwer wieder heraus. Ja, hier sind zum Beispiel ein paar Sanderhaken, die haben aber Widerhaken. Da gehen wir oft fischen in andere Teiche. Sind sowas, Doppelhaken, hier. Dann, ja, das sind meine Lieblingshaken. Hier, das sind Hecht. Haken. Sehr cool. Ja, hier haben wir eigentlich ein ganz normales Klemmblei. Das sind die kleineren und hier sind die größeren. Ja, und hier eine, das ist eine Carbonschnur. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Karpfenhaken. Ein Karpfenhaken, aber der hat einen Widerhaken, wie ihr sehen könnt, hat einen Widerhaken und den machen wir dann immer raus, dann nehmen wir die Zange und zwicken den Widerhaken einfach ab. Das geht ganz einfach. Ja, hier ist noch eine Carbon-Schnur, ist auch färbig, sehr gut. Ja. Das war mal mein Koffer. Jetzt kommen wir zu den Angeln. Ja, da haben wir ein wenig. Da ist noch eine Hakenzange. Eine Hakenzange. Wie mein kleiner Bruder hat letztes Mal beim Fischen ein wenig sehr gar nicht aufgepasst. Jetzt haben wir ein wenig einen Knoten in den Angeln. Das müssen wir noch reparieren. Ja, wir haben hier eine Freispulrolle. Ja, zur Route sagen wir aufklappbar. Sehr praktisch. Meine ist 3,80. Die kann sie mal ausziehen, wenn ihr wollt. Die ist noch feucht von gestern. Das ist meine Angel hier. Ja, und das ist die Forellen. Das ist natürlich eine Karpfenangel. Das ist eine Forellenangel. Auch ausklappbar und eine Freispulrolle mit natürlich einer Bremse. Ja, alles sehr praktisch. Und das ist unsere Wanne. Da tun wir den Fisch immer rein und da füllen wir ein Wasser rein, dass er nicht so trocken wird. Wir fischen entweder mit Gummifischen. Oder mit diesem Mais hier, einfach einem Dosenmais, Zuckermais, oder mit Dosenbohnen, das geht auch so gut. Bei Forellen kann man mit Maden oder mit Regenwürmern fischen. Man kann auch ein Hühnchenherz nehmen und ja, das war's eigentlich. Ja, das waren die Angelkids, das zweite Video. Tschüss, bis nächste Woche.